Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Sendung sind wir praktisch hier stehen geblieben. Also das heißt, finale Rohrverkleidung müssen wir euch nur jetzt noch zeigen. Genau, aber bevor wir das machen, wollen wir natürlich jetzt wenigstens einen Teil der Dämmung durchführen, sodass wir dann tatsächlich auch noch ein paar andere Punkte auch noch gleich mit abdecken, mit unter den Kamin. So wie es in Wirklichkeit wäre. Also wir schneiden jetzt die Platten zu, da geben wir euch einen kleinen Tipp dazu und ergänzen noch nach oben, dass es ein schöneres Bild genau. gibt. Also was wir hier haben, ist unsere Integra AP Supra Plus in Ultimate-Qualität, Lambda 032. Das heißt, das sind drei Produkte in einem. Ich habe natürlich hier meine 10 cm Dämmstoff, die gibt es natürlich von 6 cm bis 200 mm in den Dicken, die ihr braucht, mit einer Unterdeckbahn. Und dementsprechend unten Vlies versehen. Genau, sieht man das Ultimate auch. Und ja. hier oben drüber ist dann tatsächlich auch unsere Verkleberaube, sodass ich drei Produkte in einem habe. Dämmstoff, Unterdeckbahn plus Klebeband. So, und jetzt wollen wir das natürlich hier weiterführen. Gibst du mir mal ein Maß, dann schneide ich gleich ab. Also das Besondere an unserem Produkt ist, dass man tatsächlich keine elektrischen Gerätschaften braucht oder irgendwelche Maschinen mit Kabeln auf dem Dach rumhantiert, auf den Latten, Ziegeln oder wie auch immer und nachher dann vielleicht stolpern kann, sondern hier kann man einfach stinknormal mit dem Cuttermesser oder mit dem normalen Messer bei uns aus dem Handel dann entsprechend loslegen. Da auch noch ein Tipp, bitte messt wirklich oben und unten. Es kann immer sein, dass der Kamin etwas verdreht ist oder so. Ne? Also wir sind parallel 65,5 cm. Jawohl. Aber selbst wenn es krumm und schief wäre, wäre es ja bei uns eigentlich ja egal, Peter. Was ich hier aber gleich mache, wenn ich schon oben bin, ich nehme den Winkel des Daches mit. So, ich habe jetzt hier die 65 gemessen, schneide aber jetzt hier an der Stelle nicht ab. Was ich von Peter noch bräuchte, wäre die Breite vom Kamin. Weil ich 58. 58, dann davon die Hälfte. Nee, 56 haben wir gesagt, 28. Ja. 28, also hier nochmal 28. Das heißt, ich schneide nochmal die Hälfte meines Kamins in der Mitte durch. Das kennt der eine oder andere vom Laminatlegen, dass man eigentlich immer zwei Teile macht, die dann zusammenkommen. Aber wir haben tatsächlich noch was anderes vor damit. Ja. So, die 28 hier. Die 28. Da empfehlen wir dann auch, der Kübenschneider tut es ja noch anzeichnen, dass wirklich, weil die Unterdeckbahn so robust ist, das wirklich mit dem Cuttermesser dementsprechend durchzuschneiden. Genau. Ich markiere das auch noch. So. Zeigen wir mal. Da immer vom Körper weg, gerade nach vorne einschneiden. Und dann dementsprechend. Eigentlich geht es nur darum, dass man die Unterdeckbahn schön trennt. Und wenn man da jetzt natürlich ein bisschen akkurater arbeitet, hat man es natürlich leichter. Jetzt kann es aber sein, wie gesagt, ich habe die 200 mm, dann komme ich mit dem Cuttermesser natürlich nicht weit, dann brauche ich natürlich ein Dämmstoffmesser. Und der Vorteil bei uns an der Platte ist, wir können einfach mit dem Messer zuschneiden. Wir brauchen nichts maschinemäßig irgendwie. Genau. So. Riesiger Vorteil ist natürlich auch das Gewicht an der Platte, muss man ja dazu sagen. Ne? Genau. Also ich halte es jetzt einfach mal so, ich hoffe, man kann es sehen. Hoppala, jetzt bin ich ein bisschen schief geworden. Vorteil wäre da, ne, wenn man halt vorher Metzger gelernt hätte, hätte man gewisse Vorteile. Ne? Du Miau. So, jetzt kannst du erklären, warum breiter? Genau, wir haben jetzt gemessen, die 65,5 von Peter und haben jetzt nochmal die Hälfte vom Kamin zugegeben, weil wir nämlich tatsächlich diese Unterdeckbahn nutzen wollen, um an der Seite vom Kamin links und rechts jeweils praktisch die Bahn hochgehen zu lassen. Und zwar mindestens das, was dann tatsächlich auch die Norm fordert, 15 cm über den höchsten Punkt praktisch meines Dachziegeloberseite. Und da löse ich tatsächlich, das ist schon verdammt gut. Nee, den musst du jetzt mit runter machen, das kriegst du nicht runter. So. Also, man löst hier tatsächlich das feine Vlies mit ab. Und ich habe jetzt meine 65,5 hier markiert gehabt. Das heißt, ich ziehe das tatsächlich hier ungefähr bis da durch. Genau, und dann kann man das schön anknicken. Genau, und dann nehme ich wieder das, was ich brauche zum Abschneiden, nämlich wieder meinen Winkel. Ja, kannst du gerade auflegen. Genau. Das ist hier, da bin ich. So, das muss man hier natürlich auch machen, Peter. Kannst du schon mal die Bahn lösen? Ei, Chefe, dein Wunsch ist mir Befehl. Am besten aufrichten, dann kann man es natürlich immer besser schneiden.
So, und das da hier bitte nicht wegwerfen, das brauchen wir jetzt noch. Aber wie gesagt, jetzt seht ihr, dass ich die Unterdeckbahn hier nicht abgeschnitten habe und mich nachher nicht aufwendig mit Double Fit oder so abkleben muss oder mit Klebebändern. Geht natürlich auch. Aber eleganter ist natürlich jetzt das, was schon da ist, mitzunutzen. Und wenn ich weiß, dass ich hier eh einen Teil habe, den ich nachher nicht brauche, dann kann ich das viel eleganter machen. Darf ich dir das hochgeben oder soll ich hochgehen? Ja. Ich gehe hoch, komm. Nein, ich geh schon nach oben. Hier habe ich ja schon mal den Winkel, also praktisch runter zu, vom Kamin angenommen, weil bei uns wird eigentlich so gut wie nichts weggeworfen. Wenn es geht, nie, ja. Genau. Ihr seht ja, oberhalb vom Kamin habe ich so noch so einen schmalen Streifen und den nutzen wir uns einfach dementsprechend, wie gesagt, anzeichnen den Winkel und den kann ich, oder wieder Güven, einfach übertragen. So, einmal durch. Und ihr seht, ruckzuck, also wie Brot schneiden, sagt man immer schön dazu, ne? Macht man das. Genau. Und das, was Peter jetzt gemeint hat, ist, ich brauche jetzt natürlich hier in der Schräge, mein Dach kommt so, mein Kamin ist ja hier gerade und ich muss hier praktisch schräg ausschneiden. Also nur gerade ausschneiden und irgendwie reinkloppen geht nicht, Hohlräume wollen wir nicht. Das heißt, Peter misst mal ganz kurz, beziehungsweise ich messe mit meinem, hast du meinen Zollstock? Ja, da, warte. Mess mal gerade die Oberseite, dann weiß ich, wo ich markieren muss. Oberseite ist genau 10 cm. Danke dir. Also die längste Seite. Und du könntest mir das Stück geben, was du zugeschnitten hast. Dann kann ich das einlegen. Also auch das Gewicht sieht man jetzt hier. Peter kann das alleine durch die Gegend gewichten, das passt. So, und jetzt habe ich ja hier meine 10 cm auf der Oberseite. Das heißt, ich weiß, wo ich hin muss. Das sind meine 10. Markiere einmal hier. Nehme meinen Winkel. Du hast oben gemessen, gell, Peter? Das längste Maß ist 10 cm, genau. So, das da hier zeichne ich auf der anderen Seite natürlich nochmal an. Also auch hier die 10 cm. Ja, die Kappe habe ich schon unten. Einmal die Finger eingesaut, ist nicht schlimm. Aber das ist dann der Bereich, den ich praktisch jetzt hier stehen lassen möchte. Und das, was ich dann hier als Abschnitt habe, den kann ich natürlich von der Oberseite wieder benutzen. Das ist ja das Gegenstück sozusagen. So, und jetzt nehme ich wieder meinen Winkel. Halt den wieder dagegen, zeichne den an. So, einmal Abflug. Also jetzt habe ich praktisch beidseitig diese Schräge geschnitten. Ziehe hier nochmal praktisch einmal mit dem Messer vor. So, jetzt hoffe ich, dass es passt. So, und das mache ich jetzt auf der Rückseite natürlich auch. Das heißt, hier den unteren Punkt muss ich hierüber auch noch mal einmal vorschneiden, sozusagen. Guck mal, ob man den schön sieht. Das ist hier und hier. Gibt es da gar mal das Cuttermesser? Cuttermesser, jawohl. So. Also empfiehlt es sich auch mit so einem Winkel zu arbeiten. Also wenn jemand eine Latte hat, mit der er da besser zugange ist, darf er das natürlich gerne auch machen. So. Und de facto habe ich jetzt praktisch beides mal vorgeschnitten und ich gehe jetzt einfach her und schneide tatsächlich so, wie ich das hier gemacht habe. Ich habe jetzt die andere Seite, wie gesagt, nicht gesehen, aber man kann, glaube ich, relativ schnell sehen, wenn ich mir das einmal vorgeschnitten habe, dass ich da eigentlich ziemlich akkurat hinkomme. So, und Peter, das ist jetzt dein Stück, was du da oben reinsetzen kannst. Genau. Ich gebe es so gerade mal hoch. So, das war das Gegenstück. Ja, knapp verpasst, aber ist nicht schlimm. Passt das? Ja, passt schon. Sonst kannst du ja, das ist ja das Tolle, wir haben ja praktisch hier die Möglichkeit, nochmal nachzuschneiden, ohne dass wir jetzt irgendwie was machen müssen. Wenn ich nachschneiden muss, gib her. Ja, guck mal, oben die Spitze ein bisschen nachschneiden. Also einmal das die Spitze. Vier Zentimeter circa. So, da zahlt sich jetzt natürlich eine Dönerausbildung super aus. Und all das kann ich natürlich super mit so einem Produkt machen, das auch noch flexibel ist. Und wenn es mal wirklich immer noch zu hoch ist, kann ich das tatsächlich einzelne schichtenweise auch lösen. Was man aber eigentlich ungern machen sollte, lieber nachschneiden. Ja, jetzt ist super. Auf der Länge passt es jetzt aber, glaube ich, nicht. Nein. Schneidest du das selber ab oder? Auf die Supraplex bitte aufpassen. Also das, was wir jetzt hier haben, praktisch als Maß, ist das, was man ja oben umgedreht, dann praktisch gegen den
den Sparren mache. Das heißt, wenn das hier mein Kamin war und ich bin jetzt von unten gekommen, kann ich ja von oben kommend das Element wieder da oben reinstecken, auf Länge schneiden und habe dann tatsächlich nachher meine Flucht, die ich dann sauber durchfliere. Gut. Danke dir. So, die zweite Platte hast du hier. Die haben wir dann auch Einschnitte machen. Und wie ihr hier jetzt schön sehen könnt, deswegen eingeschunden, nach oben geschlagen. Ich brauche in der Ecke nichts mehr, irgendwas zu verkleben. Optimal. Ich kann dementsprechend oben an der Kamin andichten. Wunderbare Sache. Eine Besonderheit haben wir jetzt natürlich bei diesem Produkt. Das hier ist ja unser Ultimate. Das heißt, das hier ist eine Kombination aus der Leichtigkeit einer Glaswolle in Kombination mit der Steinwolle. Das hier ist ein 1000 Grad Dämmstoff. Und das erlaubt mir jetzt natürlich jetzt diese schöne, elegante Lösung, weil normalerweise müsste ich mit anderen Produkten, die jetzt hier in der Dachfläche kommen, 5 cm vor meinem Kamin wegbleiben und müsste diese 5 cm natürlich jetzt entsprechend ausdämmen mit einem 1000 Grad beständigen Dämmstoff. Das ist das, was die... Also es heißt immer größer als, also nicht 4,5 oder so, sondern größer als. Genau, das heißt, ich muss meine Platte eigentlich, wenn es, sage ich mal, eine Holzweichfaser oder sowas wäre oder eine Pier-Pur-Dämmung, müsste ich zurückspringen und dann einmal um den Kamin rum mindestens 5 cm in 1000 Grad nicht brennbar ausführen. Das ist das, was die Kaminkehrer gerne haben wollen. Zu Recht. So, und hier haben wir jetzt aber einen Dämmstoff, der ja schon die 1000 Grad kann. Deswegen können wir auch hier wirklich ganz elegant direkt ranfahren. Genau. Eine Besonderheit ist aber jetzt, komme ich ja mit einer Unterdeckbahn mit Klebeband an einen Kamin ran, dass es ja eigentlich ja auch brennbar wäre. Und da haben wir was Neues erfahren, gell? Genau, da haben wir tatsächlich unsere Kollegen dann auch nochmal von der technischen Isolierung angehauen und die haben uns mehr oder minder dann auch Folgendes gesagt. Die haben auch mit zig Kaminkehrern und Ausbildern gesprochen. Die Menge, die jetzt als Brandlast hier an dem Kamin über die Unterdeckbahn oder eine Dampfbremse, die man anschließt, an den Kamin bringt, die sei verschwindend gering. Das heißt, es ist tatsächlich vernachlässigbar, was man hier tatsächlich an Folie hier anbringt, im Bereich des Kamins, deswegen können wir auch solche Lösungen überhaupt hinkriegen und auch die Vorgaben vom ZVDA überhaupt erfüllen, weil sonst würde es jetzt da oben reinregnen und das ist natürlich alles nur nicht luftdicht oder geschweige denn winddicht oder wasserdicht. Ja. Also es ist einfach so gerechnet prozentual von der Dachfläche her so schwindend gering, dass wenn wirklich, ich sag mal, ein Feuer entsteht, macht und das Zeug ist weg. Also, ja, also und da kann da nichts passieren. Beim Kaminbrand gibt es sowieso nichts, da kann man auch nicht löschen. Also falls jemand jemals einen Kaminbrand erlebt hat, da geht wirklich der Punk ab. Deswegen muss auch tatsächlich auch immer jedes Jahr der Kaminkehrer kommen zurecht, weil wenn das Ding mal abgeht, dann hast du Spaß im Karton. Genau. Der nächste Schritt, was wir machen, wir legen oben noch die Platte auf. Das brauchen wir euch jetzt nicht zu zeigen, wie wir da das Dach zulegen. Für den Anschluss für das Lüftungsrohr hergesehen, müssen wir natürlich erst dann noch eine Lattung vorbereiten. Aber da haben wir auch noch einiges dazu zu sagen. Ne? Und genau. Würde sagen, das sehen wir uns gleich. Genau.